If we don't understand, wenn wir aber nicht begreifen, that all things in heaven and on earth is in Christ, and this Christ has been joined with us, nämlich dass alle Dinge im Himmel und auf Erden in Christus sich befinden und dieser Christus ist mit uns vereint, mit uns eins geworden. Amen. Amen. And so what does that mean? Was heißt das für uns? So if Christ is all in all, wenn Christus alles in allem ist, it means that, dann heißt es, we have no need. Dann haben wir keinen Mangel. Christians has no need. Christen haben keinen Mangel. I'm talking of those who are aware that they are one with Christ. Ich rede von denen, die, also denen, die der ihnen bewusst ist, dass sie eins sind mit Christus. Now, if you have come into that conscious oneness, wenn du zu diesem bewussten Einssein hineingekommen by bist, the revelation of the Spirit of God, durch die Offenbarung des Geistes Gottes, you've come to a place of fulfillment, du bist zu dem Punkt der Erfüllung gekommen, you've come to a place of sufficiency, du bist zu dem Punkt gekommen der Genugtuung, which does not depend on the material things. Und dieser Ort ist unabhängig von materiellen Sachen. Oh God. Halleluja. It doesn't depend on whether you have material things or not. Es ist unabhängig davon, ob du materielles besitzt oder nicht. Amen. Amen. This is what the Spirit of God communicates to your heart. Aber genau dieses übermittelt der Geist Gottes in deinem Herzen. Amen. I want to be frank with you. Ich möchte euch wirklich ehrlich sein heute. You know, many Christians, they've received the Spirit. Viele Christen haben den Geist empfangen. They are under the Spirit. Ja, die sind unter dem Einfluss des Geistes. Most of the time it's not the Spirit. Doch in vielen Fällen ist es nicht der Geist. Amen. Amen. It's just they're having a happy time. Ja, es ist einfach nur überflüssige Emotionen, die because sich zum Ausdruck if you are under the influence of the Spirit, denn wenn du unter dem Einfluss des Geistes bist, you begin to walk with the consciousness of completeness. Und dann wandelst du, und zwar mit dem Bewusstsein der Vollständigkeit. You begin to walk with the consciousness of sufficiency. Du wandelst mit dem Bewusstsein des Genügen. So you don't need anything to be rich. Du brauchst nichts, um reich zu sein. You are rich. Denn du bist reich. You don't need healing. You are healed. Na, nämlich du brauchst nicht geheilt zu sein, denn du bist die Heilung. Amen. Amen. It's an attitude. Es ist eine Haltung. Amen. Amen. It's an attitude that is communicated to you by the Spirit because you have come into oneness with the one with whom all things are complete in him. Es ist eine Haltung, die dir übermittelt wird durch den Geist, der dir das Zeugnis gibt, dass du mit dem eins bist, der, also in dem alles sich befindet. So from that platform, ab dieser Grundlage, amen, hin. Let me repeat again. Also das wiederhole ich. From that place, ab diesem Ort, you begin to increase in life. Fängst du im Leben zuzuwachsen. Amen. Amen.